Ja, vielen Dank, Herr Kawert, für die Einladung, meine Damen und Herren. Ich bin zu dieser Sache jetzt nicht durch theoretische Überlegungen oder, würde ich sagen, Eingebung gekommen. Wenn ich die Sache meine, die Idee, Vollgeld und alles, was damit zusammenhängt, sondern schlicht und einfach, weil ich einen Hammer suchte, der mir einen Nagel in die Wand schlagen konnte. Also aus ganz praktischen Überlegungen und Erfahrungen, die bei mir anfingen schon so um die Zeit Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre, als die Internetblase platzte, da kam man mit der traditionellen Ökonomie, mit dem Mainstream nicht mehr weiter. Da hat sich bei mir so langsam herauskristallisiert, dass ich mich so in Richtung österreichische Konjunkturtheorie bewegt habe. Damit konnte ich ein bisschen erklären, den Kunden, den Leuten im Finanzsektor, was da passiert. Und als dann die Finanzkrise kam, verdichtete sich das bei mir, dass das System fehlerhaft ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind so eine Art Flugzeugkonstrukteur, ja, und auf einmal fallen Ihnen die reihenweise die Flugzeuge auf den Boden und Sie überlegen sich, war das dann alles Pilotenfehler? Gut, ja, diese Piloten, die haben sich in diesem Cockpit zum Teil unmöglich benommen, ja, da gab es also rauschende Feste und alles, kann ich mich aber als Konstrukteur darauf zurückziehen und sagen, das waren alles diese dummen, gierigen Leute, die das verursacht haben, dass diese Flugzeuge alle runterfallen, oder ist da nicht was Systemisches dahinter? Ja, und je mehr ich da gebohrt habe, desto mehr kam ich zu dem Schluss, wir können uns dem nicht entziehen. Es ist zu leicht zu sagen, das waren alles die gierigen Banker. Das ist nicht die ganze Story, da ist was Systemisches dahinter. Insofern bin ich wirklich wahrscheinlich der am letzten zu der Idee, die die Monetative vorträgt, hier gekommen im Raum, im Saal. Ich komme auch ein bisschen aus einer anderen Seite her, wie Sie gleich sehen werden. Aber zunächst mal möchte ich zu meinem Thema etwas sagen. Wie gesagt, ich bin der Mensch, der den Nagel einschlagen will und dafür einen Hammer braucht. Und ich suche halt dann praktische Lösungen. Und eine der Probleme, auf die ich da gestoßen bin, ist, dass wir hier in Europa jetzt eine Bankenunion haben. Und diese Bankenunion, die ist ja extrem halbbacken, ja. Erinnern Sie sich, wie das anfing, das Ganze? Es heißt, wir brauchen eine Bankenunion, weil wir sichere Einlagen brauchen. Ja? Ich meine, im Euro, das ist ja erstaunlich, wenn man sich das mal überlegt. Wir waren ja bis zu diesem Beginn der Bankenunion, und wahrscheinlich löst die das Problem auch nicht, hatten wir eigentlich ja nur eine Cash-Union. Ja? Also es waren ja eigentlich gleich, waren ja eigentlich nur die Münzen und Geldscheine. Die Bankeinlagen waren ja eigentlich nicht austauschbar. Das war ja gar keine volle Währungsunion. Und derjenige, der das bezweifelt, muss sich nur mal in die Position der Zyprioten setzen, beziehungsweise der Leute in Zypern setzen, die nicht alle waren Zyprioten, die dort Geld hatten. Auf einmal war eine zypriotische Bankeinlage nicht mehr gleich einer deutschen Bankeinlage. Das heißt also, die ganzen Dinge sind ganz unterschiedlich. Das Buchgeld war ganz unterschiedlich. Jetzt wollen wir eine Bankenunion konstruieren. Und je tiefer man da schürft, desto klarer wird es, in diesem System wird es nicht gehen. Es wird nicht diese hundertprozentige Union geben. Ja. Und jetzt, wenn man sich das so mal durchüberlegt, dann kommt man, oder kam ich zumindest auf die Idee, dass eben mit Vollgeld sich vieles einfach lösen würde. Das ist der Hammer, der Ihnen den Nagel Bankenunion einschlägt. Also ich komme jetzt weniger jetzt von der großen Theorie her, sondern von der praktischen Frage, hier haben wir ein Problem, das wir so nicht lösen können im gegenwärtigen System. Die Idee des Vollgelds bietet Ihnen die Lösung. Lassen Sie mich aber auch zunächst mal noch ein bisschen was sagen, woher ich komme. Unterschieden und Gemeinsamkeiten mit der Monetative. Ich habe im Spiegel ein wunderschönes Zitat gefunden von Herrn Kawert. Ich fand das wirklich klasse. Wir wollen nicht die Banken verstaatlichen, sondern das Geld. Ich hoffe, ich zitiere Sie richtig, was Sie da im Spiegel sagten. Ja, das ist ein herrliches Zitat. Ich komme andersrum. Ich möchte das, was ich die öffentlich-private Partnerschaft der Geldproduktion nenne, also das Kreditgeldsystem, das möchte ich durchaus abschaffen, wie die Monetative, wie Herr Kawert auch. Aber ich sagte nicht, ich will das Geld verstaatlichen, sondern ich will das Geld privatisieren. Also das sind wir sozusagen, wenn ich so sagen darf, Weggenossen.
Wir wollen beide Vollgeld. Wenn wir da sind, müssen wir noch mal reden, ob wir dann weitergehen. Denn da wollen Sie hierhin und ich will dorthin. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht ein Stück des Weges gemeinsam gehen könnten. Wir wollen beide Vollgeld. Und ich denke, wenn wir Vollgeld im Rahmen der Bankenunion einführen würden, könnten wir einen ganz praktischen Beitrag zu gegenwärtigen offenen Fragen der Politik leisten. So, überlegen Sie sich mal was, ein paar Fragen, die die Bankenunion aufwirft, die wir wirklich nicht abschließend beantworten konnten. Ist denn eine Bankenunion überhaupt möglich ohne eine Vergemeinschaftung von Schulden? Hans-Werner Sinn schreibt flammende Artikel und sagt, nein, nein, die Bankenunion führt immer zur Vergemeinschaftung von Schulden. Denn letztlich im Kreditgeldsystem, wie wir alle wissen, brauchen Sie ja immer als letzte Instanz, als Rückversicherer, wenn alle anderen Stricke reißen, irgendwie einen Staat. Und der Euro hat keinen Staat. Also vergemeinschaften wir das ohne Staat. Also sind die Nationalstaaten, die am Ende die Last tragen müssen. Da kann man viele Schutzwände bauen dazwischen, aber wenn die Schutzwände alle brechen, und wir haben in der Finanzkrise so viele Schutzwände brechen sehen, müssen Sie damit rechnen, dass am Schluss doch eine gewisse Vergemeinschaftung der Schulden passiert. Wie viel Vergemeinschaftung ist denn nötig, damit die Bankenunion wirklich funktioniert? Auch da streiten sich die Experten. Ja, Herr Schäuble meint, er kommt da mit einem Bankenstabilisierungsfonds privat finanziert von, wenn ich recht erinnere, 40 Milliarden Euro durch. Naja, laut EU, also Kommissionsschätzungen, hat die Europäische Union, ich glaube, das war sogar, ja, es war die Europäische Union, so eine knappe Billion aufgewendet, um das Ding zu stützen und zu stabilisieren. Nicht alles ist verloren, teilweise kommt es wieder zurück, aber 40 Milliarden scheinen ein bisschen ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn es wirklich schief geht. Wenn Sie dann mit den Leuten reden, die das konzipieren, dann sagen sie, ja, ja, bei einer systemischen Krise, da geht es natürlich nicht, sondern das ist also eher so die Sache, wenn das Wetter schön bleibt. Dann könnte es vielleicht mit 40 Milliarden funktionieren. Dann wickeln Sie mal die eine oder die andere kleine Bank ab. Wenn wir dann aber akzeptieren, dass letztendlich hinter all dem eine Vergemeinschaftung der Schulden steht, dann ist doch die Frage, wie können Sie denn öffentliche Schuld vergemeinschaften, ohne dass Sie eine entsprechende demokratische Kontrolle darüber haben und Mitbestimmung und Abstimmung. Braucht also eine Schuldengemeinschaft nicht eine politische Union? Können wir denn Eurobonds oder andere Instrumente, die dann zur Finanzierung dieser Gemeinschaftsschuld emittiert werden würden, können wir die denn emittieren, ohne dass wir einen politischen Prozess haben, demokratisch kontrolliert über die Emission? Kann da jeder machen, was er will? Schließlich wollen dann die Wähler die politische Union. Hier in Deutschland sagen die Föderalisten, ja, ja, das wird schon so kommen, die Wähler wollen das. Vielleicht könnten sie damit in Deutschland sogar Mehrheiten erreichen. Ich mache mal ein großes Fragezeichen dahinter. Vielleicht könnten sie es. Aber ich sage Ihnen aus persönlicher Erfahrung, Sie können das nie und nimmer in Frankreich. La Grande Nation wird nicht ihre Souveränität in Brüssel abgeben. Und ich sage das gar nicht wertend, das ist ihr gutes Recht, ja. Insofern ist also diese ganze Konstruktion, die wir jetzt da aufbauen, die steht also auf sehr wackeligen Beinen. Nun kann man sich fragen, diese Konstruktion der Bankenunion, die wurde ja auf das bestehende System aufgestellt. Da kann man natürlich fragen, ist denn dieses System überhaupt tragfähig für das, was wir wollen? Und wenn wir zu der Antwort kommen, nein, hat man zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, wir machen keine Bankenunion oder wir überlegen uns ein anderes System, in dem die geht. Jetzt trage ich hier, wie schon man so schön sagt, Eule nach Athen, aber ich führe es der Vollständigkeit trotzdem nochmal an, ein fraktionelles Reservebankensystem, wie wir es jetzt haben, oder ich sage auch Kreditgeldsystem, das ist immer offen für Liquiditätsprobleme. Aber auch Solvenzkrisen. Sie brauchen da immer eine Zentralbank, das hat Walter Bagehot schon vor über 100 Jahren formuliert. Sie brauchen immer eine Zentralbank,
um da systemische Liquiditätsrisiken abzusichern. Sie brauchen aber auch eine staatliche Rückversicherung, um systemische Solvenzkrisen abzudecken. Das hat die Roosevelt-Administration erfahren und hat deshalb 1934 die FDIC gegründet. Problem ist in der EWU aber, wir haben keinen Staat, der das leisten kann. Deshalb, wenn Sie mir die Bemerkung in Klammern erlauben, deshalb finde ich es so schwierig, in der gegenwärtigen Situation in der EWU eine Staatsgeldlösung zu sehen. Ich könnte das vielleicht in der Schweiz sehen, eine Staatsgeldlösung. Das heißt Vollgeld mit einem Staatsgeld am Ende. Denn hier haben Sie einen klaren Staat, der über die Jahrhunderte sich bewährt hat. Und da könnte das gehen. Aber für den Euro, für die EWU, fehlt mir der Staat, der dahinter stehen könnte. Und wenn Sie es trotzdem machen, dann könnte womöglich die EZB so eine Art Ersatzstaat werden. Was wir alle nicht wollen, denn das wäre ja das Ende der Demokratie, wenn wir dann nur noch von Technokraten regiert würden. Sie hatten ja anfangs schon gesagt, ob die Schweizer Kollegen den Herrn Draghi schön gegrüßt hätten. Das könnte uns passieren. Wir würden ihn nicht ignorieren können. Also deshalb bei all den Lösungen, die in Richtung Staatsgeld abzielen, also Vollgeld mit letztendlich staatlichem Vollgeld, habe ich das Problem in der EWU, dass uns der Staat fehlt, um das vernünftig zu machen und dass wir am Ende womöglich in der Technokratenherrschaft der EZB enden. Die Bankenunion, wie wir sie jetzt gerade konstruieren, ist eigentlich nur ein Schönwetterprojekt. Ich habe es schon angedeutet, hier die Argumente. Der Single Supervisory Mechanism kann ja nur vorbeugen, der kann ja nichts anderes machen. Und dann sagen die, ja, der ist so gut, der wird alle künftigen systemischen Krisen verhindern. Ja, das sagt dann man aber auch vor der letzten Finanzkrise, dass wir das alles im Griff haben. Also man muss da, glaube ich, Murphy's Law recht geben, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Irgendwann mal, vielleicht nicht in den nächsten paar Jahren, aber irgendwann mal. Wenn Sie jetzt den Restructuring Mechanism, Single Restructuring, SRM, sich anschauen, dann heißt es ja, dass in diesem Mechanismus, der jetzt nächstes Jahr in Kraft treten soll, für alle Euro-Staaten 100.000 Euro als sichere Einlage garantiert sein sollen. Wie man das genau macht, ist noch nicht ganz schlüssig. Da hatte ich Ihnen gesagt, das sind irgendwo die 40 Milliarden da, die man da in petto halten will, aber die füllen sich auch erst über 8 Jahre, wenn ich das recht erinnere. Irgendwie will man das machen. Man weiß noch nicht so recht, wie man das machen soll, fiskalisch, aber das ist die Idee. Aber das können Sie auch nicht unter allen Umständen garantieren. Denken Sie an Zypern. Da kamen die Finanzminister auf einmal mit der Lösung, dass Leute mit viel weniger Geld auch schon an der Umstrukturierung beteiligt sein sollten. Bis dann jemand kam und sagte, nee, Leute, ihr habt ja gerade erst die 100.000 beschlossen, wie können wir denn das machen? Wenn das bei Zypern sagt man, naja, Gott, dann was hat das Programm gekostet? Ein einstelliger Milliardenbetrag, macht ja nichts, einstellige Milliarden, no big money. Ja. Aber wenn es mal wirklich interessant wird, können sie auch nicht die 100.000 nicht wirklich garantieren, das steht in den Sternen. Jetzt sagt man, naja, also uns betrifft das ja alles nicht in Deutschland. Wir wissen ja, im Zweifelsfall stellt sich die Kanzlerin und der jeweilige Finanzminister am Abend in die Tagesschau und sagen, unsere Einlagen sind sicher. Außerdem sagt ihnen die Privatwirtschaft, wir garantieren ihnen alles und die Sparkassen sagen ihnen, wir garantieren ihnen noch mehr als alles. Problem ist aber, dass wenn sie das wirklich durchgehen ließen, dann kriegen sie wiederum nicht den Single Market in Financial Services zustande, also den einheitlichen Markt in Finanzdienstleistungen. Denn dann wäre ja eine Einlage in Deutschland wesentlich sicherer als, sag mal, eine in Portugal. Und schon wieder haben wir keinen gemeinsamen Euro. Ja, die Bankguthaben, die Sie haben, also das private Schuldgeld der Banken, ist wieder unterschiedlich. Also müssten Sie ja hergehen und müssten sagen, dass in Deutschland auch alles über 100.000
in den Bail-in hereingezogen wird. Das wäre aus wettbewerbsrechtlichen Gründen notwendig. Stellen Sie sich mal vor, Sie sagen das den deutschen Mittelständlern aufwärts. Die brauchen ein paar Millionen, wenn es ein mittlerer Mittelständler ist. Die brauchen dreistellige Millionenbeträge, wenn es mal ein bisschen höher ist, für all diese Dinge, die sie laufend zu tätigen haben. Da müssen Gehälter bezahlt werden, da müssen Rechnungen für Vorprodukte bezahlt werden. Das brauchen die. Dann sage ich denen, ja, liebe Leute, dann teilt euer Geld halt auf lauter 100.000 Guthaben auf. Die schauen mich an und sagen, spinnst denn du? Wie soll ich denn 300 Millionen managen mit 100.000 Euro Guthaben? So viel gibt es ja gar nicht. Ne? Wie soll ich denn das machen? Die haben noch gar nicht begriffen, ja, was da auf sie zukommt. Die müssen damit rechnen, dass sie plus größer 100.000, dass sie da ins Risiko gehen. Wollen Sie aber eine Firma managen? Wie wollen Sie den Cash halten, wenn Sie hunderte von Millionen in einem Konto halten müssen, wenn Sie laufend Transaktionen machen und Sie denken, von diesen Millionen, da ist ja gerade nur 100.000 sicher. Oh Gott, also der Treasurer, der kriegt absolut laufend schlaflose Nächte. Bisher haben die das noch gar nicht wirklich kapiert, was da auf sie zukommt. Sie denken, naja, die Garantie, die Frau Merkel abgibt, die steht und die gibt es immer wieder. Also wenn das einsinkt, wenn die begreifen, was da auf sie zukommt, ab nächstem Jahr, dann werden die ein bisschen hellhörig werden. Deshalb die Frage, sollten wir nicht das ganze System ändern, wenn wir diese Bankenunion wollen? Alternative, wir lassen die Bankenunion bleiben. Ja gut, das wollen wir nicht. Ne? Also alle haben da abgezeichnet. Dann muss ich mir aber überlegen, wenn ich das dann will, dann kann ich das nicht im gegenwärtigen System wahrscheinlich nicht erreichen, weil es nicht funktionieren wird. Kann ich das denn so machen, ohne dass ich jetzt neue Verträge brauche, dass ich jetzt da großartig das ganze System umkremple? Schauen wir mal. Erster Schritt, um zu dieser Lösung zu kommen. Ich definiere jetzt als sichere Einlage oder wie in der Finanztheorie sagt man immer Safe Asset, Risk-Free Asset. Ja, die ganzen Banker suchen immer verzweifelt nach einem Risk-Free Asset. Das brauchen die, weil in den finanztheoretischen Lehrbüchern sonst nichts geht. Sie können sonst nichts anderes preisen, wenn sie kein Risk-Free Asset haben. Aber kein Mensch weiß mehr, was das Risk-Free Asset ist, wenn Staaten bankrott gehen können wie Griechenland im Euroraum. Also definiere ich jetzt mal als Risk-Free Asset eine Einlage, die vollständig mit Reserven der Zentralbank gedeckt ist. Das ist ein Risk-Free Asset. Ne? Die Bank verschwindet und das Asset bleibt trotzdem da. Das habe ich ja bei der Zentralbank hinterlegt als Bank. Im zweiten Schritt schaffe ich jetzt eine Hierarchie von verlustabsorbierenden Bankverpflichtungen. Also alles, was über dem Risk-Free Asset der sicheren Einlage ist, wird halt im Zweifelsfall, wenn es zu einem Bankenzusammenbruch kommt, wird dann entsprechend eine Hierarchie herangezogen. Also das heißt, zuerst wäre das das Eigenkapital, als nächstes wären das nachrangigen Verpflichtungen und dann kämen die vorrangigen Verpflichtungen und ich höre auf beim sicheren Asset, bei der sicheren Einlage, denn die gehört ja nicht der Bank, die liegt ja, ist ja hinterlegt bei der Zentralbank. Und der dritte Schritt, den ich möchte, denn die Bankunion ist ja auch über die Separierung des Bankensektors vom Staatssektor, das ist ja ein Ziel, das sie formuliert haben. Im dritten Schritt versuche ich jetzt, die Banken von ihrer Sucht nach Staatsanleihen zu kurieren. Das sind so die drei Schritte, in denen ich versuche, die Bankenunion vom Kopf auf die Füße zu stellen, ohne dass ich großartige Vertragsveränderungen oder sonst was oder einen kompletten Systemwechsel brauche. Lassen Sie mich noch mal kurz das etwas klarer, das ist jetzt eine gewisse Wiederholung, aber manchmal hilft es ja, wenn man sich auch ein bisschen wiederholt, dass klarer wird. Was ist das Risk-Free Asset? Ich definiere das als ein Vermögenswert, den ich unter allen Umständen zum Nennwert in gesetzliches Zahlungsmittel eintauschen kann. Das war das große Problem, das ich sah in der Finanzkrise. Da habe ich Schulden auf der einen Seite meiner Bilanz und auf der anderen Seite habe ich ein illiquides Asset, das mir keiner abnimmt. Dann bin ich pleite. Ja. Lehman war pleite,
weil sie laufende kurzfristige Verpflichtungen hatten und auf der Aktivseite der Bilanz hatten sie illiquide Aktiva von zweifelhafter Qualität. Also ist ein Risk-Free Asset das, dass mich auch in einer solchen Situation kann ich es immer eintauschen in das gesetzliche Zahlungsmittel. In der EWO gibt es für die Nichtbanken dafür nur das Bargeld. Ja, sie müssen also, wenn sie wirklich ein Risk-Free Asset brauchen, müssen sie das unter die Matratze legen. Deshalb haben die Leute schon richtig geschaltet, als sie nach der Lehman-Pleite Schlange gestanden sind vor den Kassenautomaten. Nur dann habe ich das Risk-Free Asset. Man kann aber eben eine Einlage, die als Reserve, die hinterlegt ist bei der Zentralbank als Reserve, als risikofreies Asset definieren. Eine staatliche Einlagenversicherung kann es nicht sein, denn in der Eurozone kann eben kein Staat unter allen Umständen garantieren, dass er Ihnen das gesetzliche Zahlungsmittel auszahlen kann, denn der Staat selbst kann ja pleite sein. Gibt es ja genügend Beispiele jetzt in der jüngeren Vergangenheit. So, jetzt möchte ich Sie mit ein paar Bilanzen, ich hoffe, ich habe die entsprechend vereinfacht, damit Sie sehen, wie man aus dem gegenwärtigen System durch relativ einfache Maßnahmen in ein System rüberkommt, wo wir eine sichere Einlage haben, eine Vollgeldeinlage. Wir fangen an hier mit einer, das ist sozusagen zum Aufwärmen, damit Sie hier mein Bankensystem kennenlernen. Ich habe hier eine Bank, die hat 99 Einheiten an Kredite vergeben. Sie hat dafür 99 Einheiten an, ich nenne das jetzt Investoreinlage, geschaffen. Das ist also das Kreditgeld, die Kreditgeldproduktion. Diese Bank hat ungefähr 1% Mindestreserve. Sie wissen, das ist der offizielle Satz der EZB. Den finanziert sie durch einen Zentralbankkredit von der EZB. Und hier habe ich meine Zentralbank, ganz simpel, die hat meiner Geschäftsbank eine Einheit Kredit gegeben und die Geschäftsbank hat das wiederum hinterlegt als Mindestreserve. Das ist jetzt mein Biotop. Jetzt mache ich im ersten Schritt was ganz Einfaches. Ich hänge der Bank eine Zahlungsabteilung an. Ich teile die auf in Kreditabteilung, Zahlungsabteilung. Schauen Sie, es ist nichts weiter passiert, wenn ich zurückkomme. Das ist das. Und ich habe einfach nur mal eine Zahlungsabteilung angehängt. In der Bilanz hat sich noch gar nichts verändert. Sie sehen immer noch meine 99, meine 1. Und in der Zahlungsabteilung ist nun mal gar nichts. Aber ich habe die Bank aufgeteilt in zwei Teile. So, im nächsten Schritt holt sich meine Bank jetzt mehr Reserven. Sie holt sich Überschussreserven. Sie sehen, statt einer Mindestreserve mit einem Zentralbankkredit finanziert, holt sie sich 9 Einheiten Überschussreserven und finanziert die wieder durch einen Zentralbankkredit. Also das, was die Banken eigentlich jetzt schon gemacht haben. In diesem System sind wir schon. Die Banken halten schon zu viel Überschussreserven und haben in ihrer Gesamtheit schon zu viel, also mehr als die Mindestreserve, Zentralbankkredite. Also immer noch nichts wirklich Spannendes passiert. Jetzt passiert's. Schauen Sie, was ich jetzt mache. Ich überweise 9 Einheiten was ich jetzt Investoreneinlage nenne, überweise ich in die Zahlungsabteilung und mache die zur sicheren Einlage und zur Deckung dieser 9 Einheiten Sicherungseinlage überweise ich, was vorher hier 9 war, hier runter. Und schon habe ich eine sichere Einlage kreiert. Schauen Sie nochmal. Hier waren das 9 oben noch in der Kreditabteilung und ich überweise die runter in die Zahlungsabteilung. Jetzt kann mit meiner Kreditabteilung passieren, was will. Die Zahlungsabteilung steht. Schon habe ich eine sichere Einlage. Gar nicht so besonders schwierig. Wenn Sie die Bilanzen trennen, eine Abteilung gehört für mich zur Einheit Bank. Das ist ein richtiger Firewall. Ja. Sie haben Durchgriffsrecht als Einleger hier auf das da und damit auf das da. Kann ich doch gleich getrennte Konten führen. Warum wollen Sie? Ich sage ja, wir wollen ja nicht, wir wollen jetzt nicht die Revolution, wir wollen die Evolution. Das ist doch nicht komplizierter. Ich kann doch einfach, habe ich doch für einen Kunden verschiedene Konten, ja. Nämlich ein Konto, wo das Einkommen reinkommt. Ja. Das als Konto. Das hinterlege ich, ja. So ist das gemeint, ja. Das ist nichts Revolutionäres. Das kostet,
was ganz Evolutionäres. Ja? Sie brauchen da gar nichts anderes. Das können Sie im Bankgeschäft heute machen, morgen machen. Ja, es muss nur jemand da sein, der es will. Und das kommen wir noch drauf. Kommen wir noch drauf. Jetzt gehe ich sogar, jetzt mache ich das einen Schritt noch etwas komplizierter. Denn jetzt war ja ein Ziel dieser Bankenunion auch die Entflechtung der Staaten und der Banken. Jetzt machen Sie Folgendes. Jetzt kaufe ich als Zentralbank der Bank 5 Staatsanleihen ab. Ja? Und die finanziere ich einfach, also ich bezahle dadurch, dass ich denen 5 Einheiten Überschussreserven gebe. Ja. Wer bekommt den Zins aus der Staatsanleihe? Das interessiert mich jetzt noch gar nicht. Ich bleibe, ach, die sind ja sowieso beinahe null. Ja. Im Zweifelsfall bekommt, ja, aber schauen Sie, ist ganz einfach. Der Besitzer der Anleihe bekommt den Zins, in dem Fall bekommt sie Zentralbank. Aber das ist unerheblich für diese Story. Ja. Aber Sie sehen, wenn jetzt die Bank 5 Einheiten Staatsanleihen hatte in ihrer Bilanz, sind die jetzt weg. Gegenwärtig haben die Banken so zwischen 3% und 12% ihrer Bilanzsumme in Staatsanleihen investiert. Die Spanier eher bei 12, wir hier bei uns eher bei 3. Also die 5 sind grob gerechnet mal, kommen so hin. Also sind nicht ganz unrealistisch. Ja, jetzt habe ich aber das Problem, ne, dass ich sage, meine Zentralbank wird jetzt auf einmal zum Staatsfinanzierer. Nun, das soll ja nicht sein. Jetzt kann ich aber sagen, mit der Tilgung, und das ist jetzt vielleicht der Unterschied zu den Überlegungen, die der Verein Monetative anstellt, mit der Tilgung der Staatsanleihen verschwindet dieser Posten bei der EZB wieder und damit auch dieser Posten. Das ist, wenn Sie so wollen, eine besondere Version des Schuldentilgungsfonds des Sachverständigenrats. Ja. Nur dass der hier bei der Zentralbank stattfindet. Jetzt kann man sagen, kann die Zentralbank denn dem Staat trauen, dass der die Schulden wirklich tilgt, wenn ich jetzt griechische Staatsanleihen drin habe? Naja, ich habe als Zentralbank immer noch in petto, dass ich dem Staat das Senioritsch sperre. Also das heißt, ich zahle dem das Geld gar nicht aus, was er normalerweise kriegen würde als Geldschöpfungsgewinn. Und da gibt es Berechnungen von Willem Beuter und anderen, dass wenn Sie das nach vorne extrapolieren, das Senioritsch im Euroraum Größenordnung hat von bis zu 2 Billionen Euro. Das ist sozusagen alles das, was in Zukunft an Senioritsch noch anfallen kann. Also Sie können da relativ viel zurückhalten, auch als Druckmittel, falls der Staat da einen Default hinlegt. Also reduziere ich jetzt hier in diesem System wieder die Position. Entschuldigung, ja. Erlauben Sie noch eine Zwischenfrage. Ja, bitte. Warum verschwinden bei der Bank 5 Überschussreserven, haben Sie ja diesen Fall darüber, wenn, ja, wenn der Staat tilgt, da verschwindet doch eigentlich nur bei der Zentralbank. Naja. Aber warum denn bei der Bank? Doch schon. Warum verschwinden die 5 ÜR hier, wenn der Staat... Ja, die bezahlen das zurück, die bezahlen den Zentralbankkredit zurück. Richtig. Ne? Ja. Erst wird der Kredit getilgt von der Bank, dadurch, ja, erwächst bei der Zentralbank das Geld dafür, dass er wiederum... Also der Staat hat ein Bankkonto und tilgt, ja, damit. Der Staat zahlt Ihnen hier jetzt mal 1 GB rein. Ja? So, dann fordern Sie hier einen Kredit ein, eine Einheit Kredit ein und das verringert sich. Also das sind dann die Aber Sie haben dann die Staatsanleihen ausgebucht, denke ich, bei der Bank. Wir reden ja jetzt hier über Überschussreserven und die entsprechenden Zentralbankkredite. Ja? Die Bank hat einen Kredit bei der Zentralbank. Ja. Das ist ja, da, hier gibt's der Staat hat den Kredit bei der Bank. Der Staat hat den Kredit bei der Zentralbank. Ja. Also es muss automatisch mit der Rückzahlung der, ja, Staatsanleihe, der, ja, die Überschussreserve, ja, Sie auch holen den, Sie holen das rein, genau, richtig. Und das bedeutet ja, wenn ich hier eine Einheit wegnehme, wenn ich den eine Einheit einen Kredit streiche, dann hole ich halt eine Einheit Überschussreserve zurück. Ja, das ist dann aus... balanciertes System. Ich fahre das einfach zurück. Ja, aber ich muss erstmal nachziehen. Ja, ist es ganz leicht, aber ich habe das nachvollzogen.
Also Sie können damit eine Version, eine Art Schuldentilgungsverfahren, wie es der Sachverständige hatte, das außerhalb der Bankbilanz gemacht, der Zentralbankbilanz, da kann man sich drüber streiten, machen Sie das. Ich glaube, innerhalb der Zentralbankbilanz, wenn Sie das verbinden mit der Schaffung einer sicheren Einlage und mit der Trennung von Staat und Banken, lässt sich das so darstellen. Und jetzt komme ich so langsam zum Schluss, dann können wir dann auch weiter diskutieren. Was haben wir dann erreicht? Die sichere Einlage ist vollständig durch die Hinterlegung von Zentralbankgeld abgesichert. Sie haben jetzt das, was wir bisher nicht haben, nämlich also eine wirklich sichere Einlage. Sie können das in beliebiger Höhe machen. Die Zahlungsabteilung der Bank hat kein Risiko. Und das ist sehr wichtig, was Herr Gutehu sagte, was ich vielleicht nicht deutlich genug gemacht habe. Da gibt es einen absoluten Feuerwall dazwischen. Das ist wie ein Investmentfonds. Ja? Die Kreditabteilung ist wie ein Investmentfonds. Da haben Sie das Risiko, die Zahlungsabteilung ist getrennt davon. Also da greifen Sie immer durch auf das zurückgelegte Geld bei der Zentralbank. Die Zentralbank kauft den Banken die Staatsanleihen ab und verringert die Position wieder, wenn die Staaten tilgen. Die sollen das, ich bin der Meinung, wir haben zu viel Staatsschuld, die sollen in der Pflicht sein, das weiter zu tilgen. Und ja, jetzt haben wir eins noch, vielleicht habe ich noch so viel Zeit, Ihnen da noch zu zeigen. Wir haben ja eins, wir haben jetzt die Bilanz verringert. Na, ich gehe mal hoch. Schauen Sie, wir haben die Bilanz verringert. Das ist ja nicht unbedingt, das ist jetzt vielleicht ganz gut so, weil wir hatten ausgedehnte Bilanzen, weil die Banken den Staaten so viel Kredite gegeben haben. Aber jetzt ist es ja so in meinem System, und da haben einige der Anwesenden hier darüber geschrieben, ist es ja so, dass jetzt auch vielleicht die privaten Kredite zurückbezahlt werden und dass die Bilanz immer weiter schrumpft. Und das wollen wir ja vermeiden, dass das passiert. Also im nächsten Schritt jetzt, um das System weiterzutreiben, und denken Sie dran, ich bin immer im gegenwärtigen Rahmen, da gibt es keine Änderungen von irgendwelchen Verträgen oder sonst was. Im nächsten Schritt löse ich einfach die Mindestreserve auf. Die kann ich ja ganz einfach auflösen, die Mindestreserve, indem ich diese Kosten einfach streiche. Ja, wie vorher hole ich das einfach rein. Die Banken haben kein Interesse dran, auf der einen Seite Geldeinlagen zu haben, auf der anderen Seite Geldverpflichtungen. Insbesondere dann nicht, wenn die Einlagen weniger rentieren, als die Verpflichtungen kosten. Also sind die ganz sehr schnell dabei. Und ich sage keine Mindestreserve, wir streichen die Posten, wir rechnen die gegeneinander auf. Naja, Gott, wenn Sie minus 25 Basispunkte, also 0,25% auf die Einlagen bekommen und 0,05% auf die Kredite zahlen müssen, dann sage ich, nehme die Einlage, zahle den Kredit zurück. Da spare ich mir die 0,2% Zinskosten. Jetzt machen wir mal eine Rückzahlung eines Kredits. Schauen Sie, es geht. Ein Kredit wird zurückbezahlt, 5, da buche ich das bei der Investoreneinlage ab und jetzt habe ich eine Bilanzverkürzung bei der ganzen Geschichte und ich nehme jetzt auch die Überschussreserve zurück. Ja, nehme das auch zurück. Wenn der Kredit zurückzahlt wird, eliminiere ich jetzt den Rest in meiner Zahlungsabteilung, die ich noch als Verbindung habe zur Zentralbank. Dadurch schrumpft meine Bilanz. Weiter. Da sagt man, das ist ja vielleicht ein Problem, dass diese Bilanz immer weiter schrumpft. Ja? Eine direkte Frage stellen. Wenn Sie den Kredit zurückzahlen, ja. Das wäre ja nur, wenn ein Bargeld zurückgezahlt wird. Ja, wir haben ja kein Aktivgeld. Er zahlt ja ein Passivgeld zurück. Dann gehen doch nicht 5 von der Aktivseite weg, wenn er ihn zurückzahlt. Doch. Das ist ja nur auf der Passivseite. Wir haben ja kein gegenwärtiges System. Ja, wir haben noch kein Vollgeld. Das heißt, wenn er einen Kredit zurückzahlt, dann kann sich das jetzt nicht auf die Aktivseite der Bank beziehen. Doch, ich nehme zahle das zurück. Und ich nehme die Einlage zurück. Heute verschwindet schon bei Rückzahlung von Krediten Giralgeld auf der aktiven und auf der Passivseite entsprechend.
Ja. Also ich verringere einfach meine... Ja. Und gleichzeitig, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoll, gleichzeitig decke ich meine neuen Überschussreserven, die ich vorhin geschaffen habe, zur Etablierung meiner sicheren Einlage durch das, was man in der Buchführung Goodwill nennt, und habe damit das System, wenn Sie so wollen, separiert von dem ganzen Kredit, von der ganzen Kreditabteilung. Jetzt weiß ich, was ich will. Sie zahlen zurück in Geraldo, Passivgeld, ja? Aber Sie können doch damit nicht den Zentralbankkredit tilgen. Ja? Sie haben hier minus 4 Zentralbankkredit, weil 4 zurückgezahlt wurde mit Geraldo. Ja? Das ist ja, würde ja nur die Einlage verringern. Ja? Aber Sie können doch nicht an die Zentralbank mit Geraldo den Zentralbankgeld zurückzahlen. Das geht doch nicht, das funktioniert nicht. Das ist ja ein Passivgeld, das zurückfließt. Ja. Sie können doch nur ein Kredit mit Zentralbankgeld tilgen. Doch, durch Verkauf von Anleihen können Sie ja. Zentralbankgeld schaffen, was Sie wiederum zur Tilgung brauchen. Ich glaube schon. Sie geben aber Aktiva ab. Und die sind in dieser Bilanz einfach so nicht sichtbar. Ich glaube schon, dass Sie den wenn einfach da zurück kann. Sie hatten davor diese mit den Mindestreserven, die Tage davor. Ja, stimmt. Also. Noch eins dazu. Zentralbankgeld kriegt man nur gegen Hinterlegung mit Collateral. Sonst geht es nicht. Ja. Wenn man keine Einlagen kriegt, man kein Zentralbankgeld. Also Sie können schon, also wenn ich mir das jetzt so aus meinem Geschäftsbetrieb da hier vorstelle, wenn ich jetzt einen Kredit zurückgezahlt kriege, dann kann ich schon meine entsprechenden Verpflichtungen gegenüber der Zentralbank reduzieren. Also vielleicht müssen wir das nochmal... Ja, aber gut. Das ist mir aufgefallen bei der Lektüre. Das war sowieso... Ah ja, okay, gut. Also da müssen wir nochmal... Vielleicht ist das jetzt in dem Raum, das auszuklamüsen, etwas schwierig. Also die Idee wäre jetzt, wenn Sie so wollen, hier immer noch im gegenwärtigen System hier diese mal durchzuspielen, was passiert, wenn ein Kredit zurückbezahlt wird. Und jetzt kommt als Letztes, und dann werde ich Sie nicht weiter quälen mit diesen Dingen. Jetzt ist es die Frage, wie kann ich jetzt einen neuen Kredit vergeben in diesem System? Ja. Und das passiert ja so, dass ich erstens... Ja, aus meiner sicheren Einlage, die gebe ich jetzt ab. Da gebe ich 5 Einheiten ab und sage, ich verzichte jetzt auf die Nutzung dieser 5 sicheren Einheiten zum Erwerb von Gütern und lege die fest. Also ich gebe die hoch in die Investoreneinlage. Ich mache jetzt einen Sparvertrag, wenn Sie so wollen. Ja? Und dann kann die Bank hergehen und diese 5 Einheiten an den Kreditnehmer weitergeben. Ja, das ist jetzt die Intermediation, damit kann sie einen Kredit geben. So, jetzt hat der Kreditnehmer hat ja jetzt Geld in der Hand, die sichere Einlage, und damit will er was machen. Er will ja da was Güter kaufen und er nimmt dieses Geld und legt sie wieder in die sichere Einlage rein. Was Sie jetzt haben, ist eine Ausweitung der Kreditbeziehungen, aber meine Zahlungsabteilung bleibt immer bei 9. Ja. Bleibt immer bei 9. Das ist jetzt ein Transaktionsmittel und das andere ist, wenn Sie so wollen, eine Kreditbeziehung, Investor- und Kreditbeziehung. So, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen tough, das alles da durchzuspielen, aber ich habe das in dem Buch aufgeschrieben, das hier außen ausliegt, dass Sie auch erwerben können. Und wenn Sie da Fragen haben, dann müssen wir das nochmal konkret durchsprechen. Ja. Was ist also passiert? Die Kreditabteilung der Bank funktioniert wie ein Investmentfonds. Also wenn Sie da rein investieren in den Investmentfonds, dann haben Sie da auch ein Risiko, ob die Investments, die der Fonds für Sie macht, ob die dann funktionieren oder nicht. Und wenn die pleite gehen, dann ist das, haben Sie Pech gehabt, dann müssen Sie Abschreibungen vornehmen. Die Passivseite der Zentralbank ist jetzt nicht wie bei den in dem Modell von Herrn Huber und Kawat und anderen gedeckt durch Forderungen oder auch bei Kumhoff und Fischer durch zinslose und tilgungslose Forderungen an den Staat, sondern einfach durch Goodwill. Jetzt konkret, was passiert mit der sicheren Einlage bei der
Banken. Und es wird eine bedarfsgerechte Einlagenversicherung ohne staatliche Rückendeckung geschaffen. Das heißt, sie sind nicht mehr auf die 100.000 angewiesen. Wenn ich jetzt ein Unternehmer bin und sage, ich brauche 200 Millionen sichere Einlage, weil ich laufend diese Zahlungen habe, weil sich meine Bank anders in dieser sicheren Einlage zu halten, voll abgedeckt mit Reserven bei der Zentralbank. Wenn ich ein Bürger bin, der vielleicht 20.000 hat, aber die will er wirklich sicher haben, dann weise ich meine Bank an, das zu tun, eben die 20.000 zu hinterlegen. Ich bin unabhängig von der Grenze. Ich kann selbst bestimmen, was meine sichere Einlage ist. Aber dann müsste die Bank öffentlich konzidieren, dass die eine nicht sicher. Da kommen wir drauf. Das ist der Clou. Schauen Sie, und dann haben Sie eine natürliche Haftungskaskade bei Bankschieflagen, wie ich es Ihnen schon erwähnt habe, vom Eigenkapital bis zu den nachrangigen Verpflichtungen. Die Zahlungsabteilung bleibt immer stehen. Und das ist genau der Punkt. Wir haben das mal durchgespielt mit einem Banker, der hat eine Bank, der sagt, okay, ich bin bereit, das zu probieren. Und dann hatten wir uns mal angeschaut, wie geht es mit der Regulierung, das passte gar nicht bei denen rein. Das BaFin hatte also alle möglichen Vorschriften, weil die auf sowas gar nicht eingestellt sind. Dann dachte er, naja, also die Berichtspflichten, die ich da habe, die kosten mich schon eine ganze Stange Geld, also bei nahe Nullzins müsste ich eigentlich für eine solche sichere Einlage Gebühren verlangen. Kein Mensch ist aber bereit, Gebühren zu zahlen. Jetzt sind sie es, jetzt hat die EZB den Zins genügend negativ gemacht, aber als wir dieses Experiment gestartet haben, kein Mensch ist bereit, Gebühren zu zahlen. Die legen es lieber zur Deutschen Bank. Ja, da frage ich die Leute, warum legt ihr denn euer Geld bei der Deutschen Bank ein? Naja, die ist systemisch important, systemisch wichtig, die kann nicht kaputt gehen, da steht schon irgendjemand dahinter. Ja. Also es ist dieser, was die Ökonomen Moral Hazard nennen, der ihnen gegenwärtig im Wege steht, eine saubere Aufstellung zwischen sicheren Einlagen und Investoreneinlagen zu machen. Der Moral Hazard, dass auch der Kunde, der informierte Kunde sagt, letztlich wird es die Allgemeinheit schon richten. Ne? Ich habe 200 Millionen Euro bei der Commerzdeutschen, was immer, großen Bank und ich zahle die Versicherung nicht selbst, die ich normalerweise da zahlen müsste, denn die Versicherung wird von der Allgemeinheit bezahlt. Deshalb ist ein solches Modell, fliegt so lange nicht, solange dieser Moral Hazard weiter besteht. Solange ich die Möglichkeit habe, als großer Einleger, die Versicherungskosten auf alle zu überwälzen, warum soll ich sie selbst zahlen? Das ist eigentlich der Krux, warum es nicht funktioniert jetzt. Und jetzt komme ich zu dem, was die Schweizer Kollegen sagten. In meiner Vorstellung finde ich das sehr attraktiv, dass wenn die Geldmenge erhöht werden soll, dass das dadurch geschieht, dass die Zentralbank eine Bürgerdividende auszahlt und eben nicht an den Staat überweist. Immer ausgehend von der Realität, dass wir keinen wirklichen Euro-Staat haben. Deshalb finde ich in dieser konkreten Realität, in der wir leben, diese Bürgerdividende eine sehr schöne Geschichte. Also Schlussfolgerung, die reale Welt beschäftigt sich damit, den Kreis zu quadrieren, denn sie will eine Bankenunion schaffen, in einem fraktionalen Reservebankensystem ohne Staat. Funktioniert nicht. Die Quadratur des Kreises. Der Weg des geringsten Widerstands, was wir jetzt sehen, ist die Errichtung dessen, was ich einen Euro-Schattenstaat nenne. Das ist also dieses ganze Geflecht von Verträgen, Pakten, Institutionen, die quasi staatlichen Charakter haben, der aber nicht wirklich demokratisch legitimiert ist und gegen die sich immer mehr Leute auflehnen. Diejenigen, die Programme haben, sagen, wir wollen keine Troika mehr bei uns. Die Franzosen lassen sich nicht vorschreiben, ob sie ihre Sozialausgaben kürzen sollen oder nicht, wie jetzt von Brüssel und so weiter. Und deshalb denke ich, man kann diese Bankenunion nur machen, wenn man das System verändert. Und das könnte dann auch letztendlich der Beginn sein, die Türöffnung zu einem größeren Wandel des Systems. Sie kriegen das meines Erachtens eher hier im Euroraum hin als in der Schweiz. Denn wenn Sie eine Währung verändern wollen, die über Jahrhunderte Vertrauen
erweckt hat, wo die Leute wirklich fest darin vertrauen und keine Probleme wirklich damit sehen. Das ist das Problem, das sie haben, ihnen zu sagen, hier, das ist alles nicht so solid, wie es ausschaut, aber das ist ziemlich schwer zu überzeugen. Bin als eine solche Währung, also lieber keine Experimente. Wir wissen, was wir haben. Warum sollen wir damit rummachen an dieser Sache? Das gilt meines Erachtens für den Schweizer Franken, das gilt für den Dollar, das gilt für das Pfund. Deshalb denke ich, politisch haben die einen unheimlichen Kampf bergauf vor sich, um den Leuten zu sagen, das ist nicht so sicher, wie das scheint. Ja, aber noch ist der Schein der Sicherheit ganz groß bei diesen etablierten Währungen. Wenn Sie ein solches Produkt wie den Euro haben, wo viele Leute unterschwellig schon Bauchschmerzen haben, hält das Ding denn überhaupt? Ja? Das ist noch so jung und schon haben wir nach 10 Jahren haben wir schon Riesenprobleme. Da ist man eher geneigt, auch an Alternativen in Betracht zu ziehen. Deshalb glaube ich, dass also die Idee des Vollgeldes am ehesten noch eine Chance hat in dieser unsicheren Situation im Euroraum. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir haben ein kleines bisschen überzogen, aber ich glaube, es war es sehr wert. Es waren sehr interessante Ausführungen. 10 Minuten Diskussion, würde ich noch sagen. Bitte, jetzt fange ich mal hier auf dieser Seite an und gehe dann Herr Mayer, hier. Sie wissen, dass ich mich auf ähnlichen Wegen bewegt habe, geradezu parallel zu Ihnen. Ja. Und erstaunt bin ich, dass Sie an einer Stelle einen Unterschied zum Vollgeldsystem formulieren, den ich gar nicht sehe. Von A bis Z hake ich ab und sage, ja, bis auf Bilanzierungsfragen, ob man Geld wirklich aufs Aktivo nimmt oder als Goodwill, ist das genau dasselbe. Und ich finde das großartig, dass Sie auf Ihrem Wege mit dem Nagel an die Wand noch einmal die Notwendigkeit und Richtigkeit bestätigen und auch sagen, im EU-Raum ist das eher durchsetzbar, und zwar auf diese gleitende Form, wie in einem Land wie die Schweiz. Also das wollte ich hier nochmal betonen. Ich habe das also in den Bilanzen, im Buch von Herrn Mayer und den eigenen Bilanzen durchgerechnet, rauf und runter. Und es stimmt und es ist auf diese Weise technisch, banktechnisch machbar. Und der Reiz ist, dass wir das im Rahmen bestehender Gesetzgebung machen können. Da sind ein paar Bilanzfragen zu prüfen, wie weit man diese Kreditabteilung als Sonderkonto oder Sonderbilanz führt. Aber das ist auch für mich Mechanics. Das, was ich ergänzen möchte, ist, dass hier alle Teilnehmer, wenn sie solche Geldkonten in Anspruch nehmen und haben wollen, mit den Füßen für Vollgeld abstimmen. Ja. Denn in dem Maße müssen die Banken ihr Giralgeld auf die hier beschriebene Weise in Zentralbankgeld umwandeln. Es führt also zu einer langsamen Substitution des heutigen Giralgeldes in Euroraum 2010 5 Billiarden. Und das, was Sie schon anmerkten, in dem Moment, wo die ersten Vollgeldkonten entstehen, die absolut sicher sind, wird die Frage entstehen, ist mein Giralkonto denn nicht so sicher? Und wenn die Bank, die das bewirbt, sagt, nein, das ist nicht sicher, dann setzt sich eine Lawine in Bewegung. Und das ist der Charme dieses Modells. Das wollte ich nochmal betonen. Vielen Dank. Keine Unterschiede, Herr Mayer. Ja. Zwei Punkte. Schön, dass Sie sehen, dass wir da konvergieren. Mein einziger Punkt ist, dass ich, wie gesagt, ich habe in der Vorstellung, dass wir die EZB so bauen könnten als Monetative, wie Herr Huber sich in seinem Buch das mal vorgestellt hat, da habe ich einfach Bedenken. Da gibt es so viele, auch wenn die EZB super unabhängig ist, die Leute bauen laufend Tunnels rein in die EZB, um an das Geld zu kommen. Das ist so ein bisschen mein Problem, das ich damit habe. Und das ist der zweite Punkt, den Sie ansprechen. Wir haben auch diese Idee nicht nur mit dem Banker diskutiert, sondern eben auch mit einem Fachanwalt, der Teil hier dieses Brainstorming-Teams war. Und es geht. Im gegenwärtigen System geht es. Wir haben dazu gemeinsam in der Börsenzeitung vor einem Jahr oder so einen Artikel geschrieben, also der Volkswirt und der Banker und der Jurist. Das können Sie jetzt machen. Wir kamen eben nur zu diesem Schluss. Solange der Moral Hazard besteht, solange jemand anders Ihnen die Versicherung bezahlt, die Allgemeinheit, ja, machen Sie es nicht. Aber der Zeitpunkt ist günstig, weil das Zentralbankgeld quasi umsonst ausgeliehen wird und das heißt für die Banken genauso billig ist wie Giralgeldschöpfung. Ja. Also der Zeitpunkt ist günstiger denn je. Aber mit dem Banker bin ich im Gespräch, habe ich mit dem gesprochen, der hat mir vor kurzem gesagt, die machen es jetzt nicht.
Ich weiß nicht warum, aber sie machen es nicht. Weil es sich nicht lohnt, weil die Nachfrage nicht da ist. Schauen Sie, das ist genau der Punkt. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, Investmentfondsmanager, die müssen Kasse vorhalten. Ja. Die haben also da, wenn sie einen Investmentfonds managen mit einem Fondsvolumen von 1 Milliarde, und das ist durchaus gebräuchlich, da haben sie schnell mal 100 Millionen Kasse oder sowas. Und bis ich den dazu kriege, zu sagen, ich akzeptiere es, dass er eine gewisse Gebühr bezahlt für die sichere Einlage, da sagt er mir 10-mal, ich habe es getestet, wenn solchen Leuten sagen, ach, ich lege es doch dann bei der Commerzbank rein, die gehört ja eh dem Staat, ja, das sind ja, ist ja mein Geld sicher. Da, das meinte ich damit. Die nimmt jetzt Einlagegeld bei über 1 Million, wie angekündigt in den letzten Wochen. Da geht es jetzt, jetzt geht's los. Ja. Dieses Konzept eigentlich Jetzt wird klar, dass die Einlage nicht unter allen Umständen umsonst ist. Und B, glaube ich, ist den Vorleuten, den Unternehmern noch gar nicht so richtig aufgegangen, dass eigentlich die 100.000 nicht nur eine Untergrenze sind in der Einlagenversicherung, sondern wenn Sie den Wettbewerb im Euroraum ernst nehmen, dann muss es auch eine Obergrenze sein. Ich habe mich vorher nicht vorgestellt, Christian Jacken, liquiddemocracy.de. Herr Mayer, Sie vertreten ja auch, dass ein einheitlicher Euro langfristig aus wirtschaftlichen Gründen nicht, also volkswirtschaftlichen Gründen nicht aufrechterhalten werden kann, dass es mehr oder weniger zwangsläufig zu einer Art Nord-Euro, Süd-Euro kommen wird. Und bei dem letzten Treffen der Wirtschaftsnobelpreisträger in Lindau, meine Frage wäre jetzt, danach noch anknüpfend etwas anderes. Eine Frage bitte. Ja, bitte. Okay, das muss ich jetzt sozusagen im Kopf umformulieren. In der Presse werden Kollegen, also Ökonomen, wie zum Beispiel auch Hans-Werner Sinn, dann auch beispielsweise Henkel, Lucke oder Sabatti, also von der AfD, eher lächerlich gemacht. Ja. Ähnlich passiert das ja auch mit der österreichischen Schule der Volkswirtschaftslehre. Also sofern sie überhaupt in den Mainstream, also da darüber berichtet wird. Dabei ist das, sind ja diese Erkenntnisse sehr wichtig für das Verständnis der Finanzkrise überhaupt. Woran meinen Sie, liegt das? Ja, ich kann Ihnen nur vielleicht ganz kurz darauf antworten, dass heute habe ich auf dem Weg hierher in der Zeitung gelesen, dass Alan Meltzer, das ist also einer der großen alten Männer der amerikanischen Ökonomie, dass der Meltzer sagte, dass mit dem Euro, das wird nicht gehen, der Euro kann so nicht überleben, der wird sich aufspalten. Das heißt also, es sind nicht nur irgendwelche Esoteriker hier, die Probleme haben, sondern es sind Leute, die von außen das anschauen, ohne bestimmte Hintergedanken, sondern einfach als Analytiker, dass das so nicht funktionieren wird. Insofern ist das ein bisschen hier die Atmosphäre, die Diskussion, sagen wir mal, die Diskussionsatmosphäre hier ist natürlich sehr politisch auch aufgeladen. Wenn Sie das von der Ferne anschauen, können Sie vielleicht ein objektiveres Urteil fällen, ob es funktioniert oder nicht. Also das war eigentlich meine Antwort auf die Frage, ob diejenigen, die hier bei uns sagen, das wird nichts mit dem Euro, ob die alle irgendwie leicht politisch spinnen oder irgend sonst was haben. Nein, die Antwort ist, wenn Sie das von der Ferne aus anschauen, gibt es auch Stimmen, respektable Stimmen, Mainstream. Meltzer ist ja durchaus als Mainstream, der ist zwar kein Keynesianer, sondern Monetarist von Hause aus, aber durchaus Mainstream, sagt, nee, das wird wahrscheinlich so, wie wir es gemacht haben, nicht funktionieren. Ich möchte nicht so weit gehen und sagen, der Euro kann gar nicht funktionieren. Er kann funktionieren, aber wahrscheinlich nicht als Einheitswährung, das heißt also alle als Zwangsjacke für alle, die anziehen müssen, sondern als Gemeinschaftswährung, als Angebot, ja, das sie annehmen können, wenn sie die nötigen ökonomischen Fundamentaldaten haben. Und bezüglich der österreichischen... Okay, mein Name ist Alex Hornung, ich bin auch aus dem Praktischen, ich arbeite täglich mit Reserven und EZB-Tendern. Ja.
Okay. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass jeder Mensch dann seine eigene Mindestreserve annehmen kann? Das ändert aber, dann frage ich mich, wo sind die Widerstände? Und zweitens ändert es aber nichts am System. Die großen Ungleichheiten bleiben ja bestehen. Ja, das ist insofern ändert es was am System, weil Sie, und das war, da beziehe ich mich jetzt wiederum auf den Börsenzeitungsartikel mit dem Kollegen von der Rechtsseite her, insofern, als Sie dann ein Durchgriffsrecht herstellen können zwischen der sicheren Einlage und der hinterlegten Reserve. Das ist der Punkt. Ne? Das kann man darstellen, sagt mir, ich bin kein Fachanwalt, aber das sagt mir der Jurist, das kann man darstellen. Insofern ist diese sichere Einlage hat etwas anderes Kleingedrucktes als Ihre normale Bankeinlage. Insofern funktioniert es. Und Ihre Frage, warum es nicht gemacht wird, habe ich schon beantwortet. Das ist der Moral Hazard. Wenn jemand anders meine Versicherungsgebühr bezahlt, dann nehme ich nicht selbst die Kosten einer in Kauf. Das heißt, es ist nicht möglich heute? Ja, möglich schon, aber Sie machen es nicht, solange jemand anders die Versicherungsgebühr bezahlt. Und solange die Leute nicht begreifen, dass die Versicherung gar nicht abdeckt, was sie überhaupt Das ist der Punkt. Wenn Sie sich mal wirklich einsinken lassen, dass die 100.000 Euro auch eine Hochgrenze sind, nicht nur eine Mindestgrenze, weil aus wettbewerblichen Gesichtspunkten, dann werden Sie noch mal nachdenken, glaube ich. So, jetzt bitte ich um Nachsicht, wenn ich da... Vielen Dank, Herr Mayer, für diesen sehr aufschlussreichen Vortrag.